internationales Flair an der Alten Försterei. Seit dem Trainingsauftakt im Ende Juni diesen Jahres hat die Akzentvielfalt bei uns im Stadion an der Alten Försterei deutlich zugenommen. Ein Akzent, den man besonders laut und deutlich hört, sowohl im Training als auch auf dem Spielfeld, ist der französische Akzent. Und die Stimme dahinter gehört zu Ahmed Madouni, der seit dem Sommer bei uns spielt und heute hier bei uns im Interview ist. Salut, Ahmed Madouni. Hallo, bonjour, salut. Ahmed, 3 Spiele sind jetzt gespielt in der Liga, 1 Spiel im Pokal. Bisher dabei rausgekommen ist genau 1 Pünktchen, 1 Unentschieden. Das hast du dir selber bestimmt auch total anders vorgestellt, oder? Ja, haben wir uns alle anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber das ist so gelaufen jetzt und müssen wir wieder Punkt holen und Punkt sammeln. Das ist sehr wichtig für uns, das für unser Vertrauen und für unsere Mannschaft auch. Manchmal, wenn es offensiv nicht so läuft, wenn man so den Eindruck hat, heute geht nach vorne nicht so viel, dann ist man ja mitunter auch schon mit einem Unentschieden zufrieden. Woran liegt es denn, dass wir im Moment nicht zu Null spielen können hinten? Ja, wie du gesagt hast, also wir versuchen nach vorne viel zu machen und wenn geht nicht, natürlich müssen wir zu Null spielen, aber manchmal hast du immer diese Euphorie und du willst unbedingt gewinnen und das hat zu tun auch mit ein bisschen Erfahrung auch und das müssen wir auch lernen. Ist es das, was du gemeint hast, als du neulich mal gesagt hast, uns fehlt noch ein bisschen die Ruhe im Spiel, dann auch einfach abzuwarten oder ganz locker zu bleiben? Nein, also ich habe das so gemeint, dass so im Spiel kannst du nicht auch immer 100% spielen.